Und damit sage ich, hi Leute, was geht ab? Ich bin euer Zahides und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. FC Bayern gegen Leverkusen entspricht der erste Bundesliga-Spieltag. Anschluss für Leverkusen, los geht's. Für die Auswärtsmannschaft aus Leverkusen. Bender klärt erstmal den Ball weg. Sozusagen kein Klären, sondern Tah macht das gut. Kai Havertz. Wendell, Bellarabi. Havertz, Kai Havertz. Abschluss. Neuer macht den Abschluss. Kimmich. Lewandowski. Ecke. Kimmich. Die Ecke bringt er rein. Vidal. Havertz gegen Hummels. Bender. Havertz. Spielerdebüt von Lukas Piszczek, gewechselt für 19,6 Millionen nach Leverkusen. Und Robert Lewandowski. Die erste Riesenchance für die Bayern. Noch frisch. Ungenügt. Alaba. Alaba meckert herum gegen den Zweikampf von Bellarabi. Dabei war es ein ganz normaler Zweikampf. Alario, Alario. Bailey, Alario. Neuer. Und Pfosten von Bellarabi. Und jetzt kontern die Bayern. Ich wollte gerade sagen, die Bayern kontern schnell, aber ist jetzt wieder vorbei. Die Bayern kontern. Mit Ribéry, Müller, Thomas Müller. Macht das nicht schön. Thiago, Bender, Bellarabi, Vidal. Foulspiel. Ich denke jetzt der Leverkusener Verletzung David Alaba. Jerome Boateng ist erstmal verletzt. Und jetzt der nächste Alaba. Oh mein Gott. Ribéry. Keiner hält ihn auf, Ribéry. Und Robben. Ribéry hat es versucht. Müller stellt er sich so ein bisschen doof. Alario, Bailey. Leon Bailey. Elfmeter. Ich weiß selber, da habe ich das doof gemacht. Elfmeter, Leon. Alario darf den ausfinden. Ich denke, er schießt. Ich dachte, der schießt nach rechts, aber ich gehe ja immer, normalerweise gehe ich immer auf die linke Ecke. Normalerweise würde ich in diesem Moment auch auf die linke Ecke gehen. Mann, jetzt geraten wir schon wieder in Rückstand. Leno. Bei sowas kommt er nicht mehr durch. Oh man. Oh man. Oh man.
hat der mich gefoult? Da kannst du nichts sagen, Schiri. Da muss. Kannst du nicht sagen, dass das kein Foul ist. Flanke. Ecke. Alaba. Ah. Angedrehte Flanke von Alaba, nicht schlecht. Bender. Alario. Kai Havertz, Thiago. Robben. Jetzt kommen die Riesenchancen für die Bayern. Robben. Der Pass auf Lewandowski. 1-1. Robert Lewandowski. 1-1. Da macht Robben es super. Aber dann auch Leno macht sich da doof. Lewandowski, erstes Bundesliga-Tor. 1-1, 37. Minute. Alario. Ah, da trickst Lewandowski so ein bisschen herum, dass er nicht dahin geht, sondern wieder, also dass er nicht nach vorne geht und wieder sich nach hinten dreht. Neuer Lewandowski. Fehler. Kai Havertz. Havertz, Alario. Das müsste normalerweise. Ey! Was soll ich machen bei Leverkusen? Normalerweise wäre das Abseits. Leute, gebt zu. Hashtag Abseits in die Kommentare. Müller. Ah, Lewandowski. Ach Mann. Ich habe gerade nicht gesehen, wie viele Minuten Nachspielzeit, aber ich hoffe, ich krieg noch mal die Zeit, den Ausgleich zu machen. Sieht nicht mehr so aus. Wir gehen in die Halbzeit mit einem 2-1. Es ist einfach unglaublich, wie Leverkusen mich fertig machen kann. Aber in der zweiten Hälfte kommen wir. Da. Hä? Leute, schreibt in die Kommentare, versteht ihr das Game? Zurück. Hä? Hä? Ja, wow, ich. Alaba ist verletzt, was soll ich machen? Ja, okay, ich kann nicht mal wechseln. Was für eine Kacke. Das war doch nichts. Bruh, Alario direkt raus an seinem ersten Spieltag. Oe, oe. Guck, Alaba ist verletzt. Und da pfeift er nie. Das macht keinen Sinn. Juckt mich nicht, wenn er noch eine größere Verletzung hat. Guck mal, meiner hat immer noch den Schaden. Boah, hört ihr das? Die machen so ähnlich wie Pyro. Kimmich. Brr, Ribéry ist auf einmal auch verletzt. What? Ja, da pfeifst du nie. Ja, ich muss wechseln. Ich komme mit zwei.
Hey, das ist voll lächerlich. Das Spiel zeigt sich gerade voll lächerlich. Auf einmal Alaba verletzt und jetzt Ribéry. Für mich ist Ribéry nicht verletzt. 2-2. Bayern kann es. Also, meine eine Taste geht nicht. Ich kann nicht schnell wechseln. Ja, okay, dann nächster Robin geht raus für Kluivert. So. Lewandowski, der ist so gut, aber ich verstehe nicht, warum das Spiel so doof reagiert. Oder halt. Ha! Ha! Pech für euch! Mal in die Mitte! Scheiße! Mann! Batz! Batz! Robert Lewandowski 3-2 Bayern! Oh mein Gott, im ersten Bundesligaspieltag reagiert Robert Lewandowski mit 3 Toren. Oh mein Gott. Oh Leute, ich freue mich gerade, die Bayern-Karriere zu spielen. Lewandowski zieht einfach ab. Oh. Junge. Ja, da kann man schon fast sagen, nächstes Tor. Weil jetzt kann man gar nicht mehr abwehren. 4-2. Top 4er Pack von Lewandowski. Oh mein Gott. Alter, der rastet aus. Lewandowski rasiert. Oh mein Gott. 4-mal Robert Lewandowski. Hat man das schon mal nach seinem 5er-Pack gesehen? Oh mein Gott. Robert. Oh mein Gott. Wir drehen das Spiel nach 2-0 Rückstand. Boah, Manu. Irgendwie ist Alaba für mich nicht verletzt. Weil ich kann ja immer noch spielen. Nochmal zurück. Und dann nochmal pacen hier. Ja. Auf einmal kommt jetzt die Pay. Kann man pacen. What? What? 5er-Pack von Robert Lewandowski. Ist das möglich? Im Ernst, ist das möglich? Oh mein Gott. Robert Lewandowski, der rasiert. Also Leute, 5-mal hintereinander. Robert Lewandowski, 5er-Pack. Was war das? Oh mein Gott, 5-mal. Jetzt kann Leverkusen eigentlich gar nicht mehr kommen, weil Alarius draußen. Alario ist jetzt draußen. Alario war der einzige Joker für Leverkusen. Und auf einmal 5-2. 5 bittere Gegentore für Leverkusen. Oh mein Gott, richtig fresh und nice. Weil ich wollte noch mal diesen guten Schuss machen. Ah. Ich wollte noch mal diesen, wie heißt der? Dieser Robben-Move. War jetzt kein richtiger Robben-Move, aber halt die Schusstechnik von Arjen Robben. Auf Levi! Lewandowski! Der trickst hier zu viel rum. 7 Schüsse von Robert Lewandowski und 5 waren davon drin. 5. Leute, wisst ihr das noch?
In Wolfsburg 5 Tore in nur 9 Minuten. Also Leverkusen hat keinen Joker mehr. Der einzige Joker war Alario, der jetzt verletzt raus musste. Boah! Lewandowski geht aggressiv weiter. Oe, oe, oe. Bayern, Bayern. Schon wieder ein Fünferpack. Oh nein, Poya Palo. Junge, ich guck dieser Schuss. Ich wollte diese angedrehten Sachen, die wollte ich von. Die wollte ich gerade mit Lewandowski machen, aber ging ja natürlich nicht. Leute, seht ihr das? Das ist alles nur dank Robert Lewandowski. Der Fünferpack. Also schreibt in die Kommentare, ein Fünferpack ist schon viel. 5:2. 8 Schüsse von ihm. 5 Tore. Es ist nur der Pole drin. Ja, aber das sieht man, Lewandowski kann abschließen. 10,0 Bewertung für Lewandowski. Ich guck nochmal. Ist Alaba wirklich verletzt? Torvorlagen, Ribéry hat eine und Robben. Ja, wissen wir, Lewandowski der einzige mit 5 Toren Leistung. Lewandowski. Ja, gefällt mir echt. Die Bayern zeigen sich die Saison wirklich mehr. Gefällt mir. Ich glaube, Alaba ist nicht so lange verletzt wie. Ja, 5 Tage nicht so lange. Da stand der Ribéry ist auch verletzt. Die labern die ganze Zeit nur dummes Zeug. Was ich gerade noch machen wollte, ist, den Kluivert auf die Auswechselbank zu tun. Weil der ist. Und für Rafinha und für Süle. Süle kommt eigentlich dann noch für Dings. Muss ich das so machen? Und dann kann von mir aus noch mal der Wagner auch in diese Elf für Martinez. Und Martinez dann. Ja. Aber Martinez wird ja eh nächstes Spiel spielen. 5 Tore von Robert Lewandowski. Wir haben schon einen Tag gespielt, Gregoritsch Doppelpack. Aber, boah, also wenn jetzt Lewandowski, da kommen die nie durch. Er hat einen Fünferpack gemacht, wollen die den direkt kaufen. Dafür muss man schon 200 Millionen bei mir drauflegen. 200 Millionen für Robert Lewandowski. Ja, das ist das Einzige, was man bei mir rauftun muss, um einen Lewandowski zu haben. Barcelona gewinnt Rennen um Vincent Kompany. Angebot von FC Burnley für Arjen Robben. 30,2 Millionen reicht auf jeden Fall nicht für ihn. Ich will mindestens 40 für Arjen Robben haben. Zack, 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 zack. Angebot für Arsenal an Juan Bernat. Auf jeden Fall viel zu wenig. Letzte Saison haben die so locker 20 Millionen für den gezahlt. Jetzt auf einmal 12,4. Das ist ein Talent. Berlin. Hertha BSC will ihn haben. Geht aber auch nicht. Frankfurt ist Zweiter. So, aber erstmal gucke ich noch mal.
Wann darf eigentlich Boateng wieder spielen? Eigentlich müssen wir diese Aufstellung. Aber ich guck noch mal, wann darf Boateng spielen? Jerome Boateng in 2 Wochen. Das heißt, er ist schon nach der, wie heißt das, Nationalmannschaft, ist er schon gegen Hoffenheim bereit. Das ist gut. So. So, ja. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Abonniert Side Gaming, like das Video, abonniert meinen Kanal, abonniert Killer Rage Game TV, abonniert Nero Gaming. Das war's mit meinem Video und ciao.